Freunde, wir fangen direkt an. Ich habe mir einen Kopf aus Styropor genommen. Das sollte mein Hilfsmittel gewesen sein. Und habe den erstmal mit Kreppband an meinen Tisch befestigt, damit er mir nicht direkt immer umkippt. Also das sind so ein paar wackelige Teile, kriegst du bei Amazon. Dann habe ich auch die Hörner von dort. George hat mir die mal bestellt und sagte, Tammy, daraus müssen wir mal was zaubern. Sag getan, so gefühlt Wochen später. Da habe ich erstmal geguckt, wo kann ich die positionieren. Habe erstmal Latex in eine Schüssel gegeben, danach mein Mehl dazugefügt, um eine Latexpaste zu bekommen. Habe mir die gewünschte Konsistenz zusammengerührt und habe die dann auf meinen Kopf erstmal platziert. Und da rein dann die Dinger gesteckt. Sobald ich dachte, dass die Position halbwegs in Ordnung ist, habe ich dann mit dem Latex, was ihr in dem kleinen Tellerchen nebenan sieht, einfach versucht, mir das glatt zu streichen. Das geht recht gut, weil es, ihr seht, das ist alles so hübbelig und bubbelig und huggelig. Und mit dem Latex, purem Latex an dem Finger, bekommt man das echt schön glatt gestrichen. Das hilft natürlich mir später, ich bin nicht gut da drinnen, die Übergänge besser in allem verblenden zu können. Und genau so machen wir das natürlich auch mit der zweiten Seite. Das hat eigentlich echt ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Und das in der Mitte habe ich nur so dünn gelassen. Da konnte ich irgendwie nicht ganz in die Finger von lassen. Das habe ich aber später mit einer Schere aufgeschnitten, dass ich halt zwei einzelne Hörner habe. Das wird einmal dann so rundrum mit der Latexpaste beklebt und ausgestrichen. Da sieht man das ganz schön, das Ergebnis. So sieht es dann einmal aus, glatt gestrichen. Nun greifen wir zu unserem Facecast. Ein Video dazu findet ihr auch bei mir in der Playlist. Und ja, diese Stiere oder was es da sind, Widder, die haben ja so eine krummige, breite Nase und die wollte ich natürlich jetzt auch mit der Latexpaste erzielen. Flüssiges Latex, was über war, habe ich nochmal zur Paste weiter verstrichen, damit wieder meine gewünschte Konsistenz da ist und habe angefangen, das auf meiner Nase zu modellieren, damit ich halt diese breite Nase irgendwie umgesetzt bekomme. Ich wollte sie nicht malen, ich wollte das schon irgendwie mehr als 3D. Ja, im Gesicht modelliert haben. Ich persönlich fand das gar nicht mal so leicht und habe dann zum Schluss auch wieder mit purem Latex an den Fingern das versucht, alles glatt zu streichen und so weit bin ich gekommen. Ich habe alles ein, zwei Tage stehen gelassen und nun müssen wir erstmal vorab alles abpudern. Latex auf Latex klebt. Wenn du es jetzt einfach abmachst, ohne direkt zu pudern und die Teile berühren sich ineinander gegenseitig, ja, es klebt aneinander und bekommt es nicht mehr gelöst. Somit ist es wahrscheinlich kaputt. Das ist richtig schade. Also pudern wir, was das Zeug hält. Ich benutze immer Babypuder aus der Drogerie und die Franseln habe ich mir dann einmal komplett abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte oder nicht, ob die Franseln vielleicht besser zum Übergang sind. Naja. So ein Ding ist das halt, wenn man keine Ahnung hat, ne? Mit einem Spatel, ich sag mal Spachtel, was ist das denn jetzt? Ist ja auch scheißegal. Mit einem Hilfsmittel wiederum versuche ich auch die Hörner abzumachen. In der Mitte schneide ich das, wie gesagt, einmal durch, damit wir zwei einzelne Teile haben. Ja, da war ein bisschen schwieriger, weil das dicker da war. Das war in der Mitte beim Abmachen noch sehr wabbelig, da habe ich mir ein paar Beulen gedrückt, wo ich mit dem Spachtel drunter gegangen bin. Also macht es schön in Ruhe, mit wenig Druck, lasst euch Zeit und dann kommt das auch ganz gut. Und wie gesagt, viel pudern hilft viel. Nun nehmen wir eine Glatzenkappe. Die ist von Kriolan. Da sind zwei verschiedene Größen, die die anbieten. Ich habe, glaube ich, die kleinere genommen. Nee, ich glaube, das ist schon die Größe. Ich glaube, die kleinere ist 74. Ach, egal, ihr seht es ja im Shop. Kommt mit Anleitung. Ich werde euch alles verlinken. Ich mag die unheimlich gerne, diese Art von Glatze. Hallo, hat die nebenbei immer ein bisschen Video geguckt. Und ich habe die mir auch erstmal über diesen Styroporkopf gewölbt, weil darauf wollte ich schon, ja, vorab vieles fixieren. Sprich, ich habe mir gewünscht, dass ich mir ein Iro mache. Da bin ich losgegangen zum Teddy. Die hatten dann wie nennt man das? Moosgummi? Nee, die waren von Pro Edia. Und dann habe ich gesehen, dass der Teddy die aber auch hat in bunten Farben. Also richtig cool. Der Teddy hat echt gute Bastelsachen. Habe mir erstmal alles soweit in Stücke geschnitten, in Streifen. Oh Gott, Freunde, es geht los. Ich habe erstmal meine gewünschte Farben in Streifen geschnitten, Latexpaste auf meinen Kopf geklatscht und darin dann, das sollten dann halt so H-ähnlich
Ich kann es nicht sagen, Effekt, aber nicht Intimität, ist nicht intim, ist, ich wollte mir einfach da Haare faken, so zum Iro und habe die alle da reingesteckt und bin später nochmal komplett mit Latex überall an den Endstücken, also sprich, was eingesteckt ist, im Latexkorb drüber gegangen, damit auch keins rausfällt. Oh mein Gott, Freunde, Deutsch ist schwer. So, und dann geht's nun mal auf ins. Ich lasse es wieder. Wir klatschen jetzt alles erstmal ins Gesicht. Gibt es ja auch wieder so ein Wort für Applikation, applizieren, wie auch immer. First things first, safety first. Von Kryolan erstmal so ein Schaumschutz. Ich liebe es. Mache ich mir vorher immer drauf, hilft ganz gut. Ich bin sehr empfindlich, habe auch danach Hautausschlag bekommen. Also, ich brauche diesen Schutzschaum immer. Der ist so eine kleine Barriere zwischen alles Geklebte. Und ja, und Haut. Glatzenkappe wird dann erstmal so weit zurecht geschnitten. Lieber etwas mehr dran lassen, auch ich war jetzt schon da ein bisschen zu großzügig. Es hat mir dann den Übergang etwas erschwert. Also lasst lieber ein bisschen mehr immer dran. Abschneiden geht immer. Mit Kleber habe ich mir dann erstmal die Augenbrauen weggeklebt, abgesichert, damit auch da später nichts an Latex drankommt, weil das tut weh. Keine Ahnung, wie auch immer. Ich verlinke euch alles in die Videobeschreibung. Das ist ein Kleber. Macht das nicht mit Latex, mit der Glatzenkappe. Dieser Kleber hat Nachsicht mit euch. Ihr könnt es kurz sehen. Ich klebe es auf und ich kann tatsächlich sogar noch mal was abziehen und neu noch mal festmachen. Er hat ein bisschen mehr Nachsicht als das Latex und es ist einfacher. Es ist super. Ich benutze dann Aceton und kann dann so ein bisschen die Übergänge weicher machen. Das funktioniert super. Hätte ich jetzt nämlich mehr Glatzenkappe gehabt, ja, dann wäre das auch ein bisschen schöner und besser und einfacher gegangen. Aber es hat alles gut geklappt. Mit diesem, wie heißt das denn, Pro-Edge? Keine Ahnung, wie gesagt, dieser Kleber gehe ich dann nochmal über die Ränder, damit auch alles gut verklebt ist. Ja. Dann gucken wir einmal, wie die Nase positioniert werden soll. Und die mache ich jetzt wiederum mit dem richtigen Latex. Habe mir ein bisschen was in die Schüssel getan. Dann auf mein Gesicht, auf die Maske, kurz antrocknen lassen, weil es ist halt besser. Es ist wie mit Wimpernkleber. Angetrocknet klebt es einfach besser. Und dann ab ins Gesicht geklatscht, Übergänge auch wieder ein bisschen mit Latex befestigt, aber ich gehe später sowieso komplett über alles drüber. Jetzt erstmal gucken, wo die Hörner nochmal hinkommen. Ich hatte ein bisschen Struggle, ich war so ein bisschen überfordert. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was ich so 2 Tage vorher gemacht habe. Also gucken wir mal, wie es nochmal sein sollte. Und auch da, erst Kleber auf die Glatze. Kleber aufs Material, auf eure Maske, antrocknen lassen und dann richtig Dreck drücken. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr, Freunde, und auf geht's. Und schön kleben, kleben, kleben. Es hat alles Gewicht, es ist viel Material. Haut euch das Latex wirklich drauf. Ich wollte gerne mit Watte noch einfachere, bessere Übergänge bekommen und auch so eine Wulst noch erzielen, wie so rausgekommen aus dem Kopf irgendwie so. Hab mir dann da diese Watte, keine Ahnung, wie die wirklich heißt. Ich hatte Alicia Maria hat das letztens benannt, ich weiß es nicht. Findet ihr natürlich auch in der Drogerie. Drumherum geklebt und auch wieder mit Latex. Boah, ey, meine Hosen sehen aus, überall so getropft. Also das ist schon ein bisschen widerlich mit der Watte. Aber ja, und auch der Föhn, der muss immer wieder herhalten, damit das halt alles schneller trocknet. Ich habe da keine Zeit für blöd rumzusitzen, da bin ich sehr ungeduldig. Also her mit dem Föhn, dann geht das alles schneller. Dann habe ich hier eine ganz günstige Schwämmchenverpackung. Ich glaube, die war mal vom Primark, aber nie wieder gefunden. Und habe jetzt alles für eine gewisse gleichmäßige Struktur, alles großzügig mit Latex nochmal betupft, damit das alles irgendwie so ein bisschen eins wird, danach einmal abgepudert. Ja, was soll ich euch sagen? Was lange wird, wird meistens gut, sagt man, ne? Dann habe ich mir ein bisschen Wasser in der Schüssel getan. Wir arbeiten jetzt mit wasseraktivierter Farbe. Und Freunde, denkt dran, es braucht alles ein bisschen Zeit. Viel trinken. Und nicht, dass ihr dann noch verdrischt.
in der ganzen Zeit. Von Kryolan, aquaaktivierte Farbe. Ich habe mich so ein bisschen an dieses Bild und an dieses Bild orientiert. Beides ist von Printeris und habe irgendwie so geguckt, dass ich eine Mischung mache. Bin dann wieder ein Schwämmchen rein und habe die Farbe großzügig aufgetragen. Ich hatte ein bisschen Struggle. Auf manchen Hautpartien hat es besser gehalten als auf anderen. Keine Ahnung, woran das manchmal liegt. Mit dem Pinsel nochmal in die kleinen Ecken rein. Hier habe ich schwarze aktivierte Farbe genommen. Die ist jetzt von einer anderen Marke. Fragt mich nicht jetzt, wie die heißt. Kann sein, dass es was vom Deiters ist, vom Eulenspiegel. Ich weiß es nicht. Und ja, gut. Einmal nackig gemacht. Hättet ihr wohl gern. Und ja, Oberkörper muss ja auch betupft werden. Und so habe ich jetzt erstmal angefangen, mich zu bemalen. George musste später helfen. Bin ich überall dran gekommen. Um noch saubere und feinere Übergänge zu bekommen, habe ich mir eine Lidschattenpalette genommen. Ich liebe die ja von Oscar Arte. Die bietet sich hierfür natürlich super an. Bin in das Schwarz gegangen und man kann tatsächlich über diese Wasserfarbe noch schön Pigmente mit verblenden vom Lidschatten. Das klappt super. Ich liebe die Sova Beauty Painting Tuben und auch dazu habe ich gegriffen. Ich würde es nie großflächig machen, weil es ist echt geiler, teurer Scheiß. Aber so für was zu malen, aufzuzeichnen, für Liner-Effekte bieten die sich einfach richtig geil an. Die sind wasserabweisend, das kann ich sogar bestätigen und auch für mich für den Alltag, für einen Eyeliner richtig vorteilhaft wegen Schlupflider. Ich habe ein bisschen rumgemalt, experimentiert, getan, gemacht, hier noch eine Disney-Palette genommen. Und natürlich dann so versucht, Schattierungen zu malen, dass es halt alles sehr 3D-mäßig ist. Da, wo die natürlichen Schatten sind, ne, ja, was soll ich euch sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir die Farbe ins Gesicht geklatscht. Hier habe ich von Kryolan wieder was benutzt. Das ist jetzt allerdings Cremefarbe. Ich wollte so, ja, warum auch immer ich das jetzt im Nachgang gemacht habe, also gedanklich, habe ich das Rot malen wollen, so ein bisschen wie Wunde, aber eigentlich war es nicht wirklich wundig. Aber ich habe später ja da noch Blut reingedrückt. Also wollte ich ja irgendwie schon, dass das eine Wunde ist. Also keine Ahnung. Hört mal, dieses Element habe ich gar nicht auf meine Stirn bekommen. Ich habe mich so oft vermalt. Ich hatte keine Ahnung, ich habe es nicht hinbekommen, sowas von nicht. Ja, aber weil ich das so messyhaft gemalt habe, glaube ich, fällt es gar nicht so wirklich auf. Aber hier, ich sag's euch, es war voll der Struggle. Wundschorf, ich liebe Wundschorf, eins der schönsten Bluteffekte, die es für mich gibt. Und habe da jetzt angefangen, weil ich wollte, ja, ich wollte es halt blutig haben, deswegen wahrscheinlich dann da auch die rötlichen Töne. Habe ich mir das Wundschorf überall reingetupft, aufgetupft, auch gerade da in das Teufel. Element. Ich fand das richtig nice. Ich liebe Wundschorf einfach. Und so langsam, Freunde, kommen wir zum Ende. Ich habe mir Kontaktlinsen eingesetzt. Die waren beim Rossmann und ja, schaut mal. Die waren beim Rossmann. Keine Empfehlung. Aber für 8 Euro für einen Look geht's voll klar. Und was soll ich sagen? Folgt mir gerne. Hier könnt ihr mich abonnieren. Weitere Videos findet ihr. Und das ist das Close-Up. Mehr findet ihr auf Instagram. Bleibt gesund, Freunde.